Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein neues Spiel von itch.io und der Sound ist irgendwie sehr leise. Es heißt The Earl Street Massacre. In den Einstellungen habe ich gerade eben alleine rumgewuselt, weil es im Fenstermodus war. Warning! Ich habe noch keine Data, die gelöscht werden könnte. Ah, da ist der Ton. Ich habe extra ein bisschen lauter gemacht. Endlich! Ich kann kaum glauben, dass ich zu Hause bin. Diese Kerle waren das Schlimmste. Die haben mir all die Arbeit aus dem Nichts gegeben. Ich dachte wirklich, dass ich die ganze Nacht da sein muss. Egal, ich bin müde. Ich denke, ich gehe mal duschen. Vielleicht gucke ich mir auch einen Film an. Also, wir kommen wohl von einem harten Arbeitstag. Ruckel, ruckel, ruckel. Okay, ich mache es in meinem Öhrchen ein bisschen leiser. Eh zu in der Act. Hui, warte mal. Kann ich. Ich kann jetzt nicht mehr ins Menü, um diese Maus-Sensitivity. Quitting? Nein. Gut, dann nehmen wir mit der Wobbelmaus. Ich werde ganz vorsichtig. Hier, das da ist bestimmt die Haustür. Wenn ich duschen gehe, brauche ich doch auch ein paar Klamotten, oder? Ja, also so anstrengend kann die Arbeit nicht sein, wenn ich dabei malen kann. Obwohl, doch, gibt's auch. Kenne ich doch. 21.40 Uhr, ja gut. Haben wir lang gearbeitet. Oh, das wird mich ja kürre machen, ne? Bilder dürfen nicht so schief rumhängen. Warte mal. Haben wir in unserem Büro ein Bett stehen und haben wir ein Schlafzimmer? Kaffee direkt neben dem Bett, das ist eine gute Idee. Okay, wir suchen. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht springen. Okay. So, das finde ich ja cool, so einen eigenen Waschraum, ne? Wenn man denn den Platz dafür hätte. Ah, okay. Kann ich aufs Klo? Nein. Aber ich kann bestimmt doch. Ich bin so müde. Really didn't let me take away. Sie haben mich heute wirklich keine Pause machen lassen. Meine Klamotten sind auch total im Eimer. Ich sollte sie zuerst in die Waschmaschine stecken. Okay. Jetzt bin ich nackig. Kann ich jetzt duschen gehen? Ah, okay, wir haben eine Mitbewohnerin. Ich frage mich, wo Anna ist. Normalerweise ist sie jetzt zu Hause. Vielleicht ist ihr Bus spät dran. Ich sollte vielleicht später versuchen, sie anzurufen. Ich wollte gerade noch was sagen, aber okay. Ich glaube, ich werde ein bisschen hungrig. Ich habe nichts mehr seit dem Frühstück gegessen. Da sollte aber noch ein bisschen von den Resten sein im Kühlschrank. Ich kann es kaum erwarten, mich endlich auf die Couch zu hauen. Was ist das hier? Kann ich crouchen oder so? Nein. Sind wir jetzt nackig? Im Kühlschrank soll noch was sein. Oh, das sieht aber gut aus. Ja. Energie sparen muss sein. Piep. Gut. Dann
Achso, auf die Couch. Aber man ist am Esstisch, wenn man anhat. Na gut. Oh, meine Lieblingsshow. Es ist eine Schande, dass Anna noch nicht zu Hause ist. Eating. Meeting. Meeting. Wir gucken Meet the Katz TV, während wir essen. Teller auf der Couch, das ist doch nicht dein Ernst. Jemand ist an der Vordertür. Ich frage mich, wer es ist. Es ist spät. Also wer um die Uhrzeit klingelt, ne? Der kann doch nicht erwarten, nimm den Teller mit, dass man ihm aufmacht. Also ich würde nicht aufmachen. Ich mache sowieso niemandem auf, der sich vorher nicht angekündigt hat. Und wieso hast du keinen Türspion? Ah. Diese verdammten dummen Kinder mit ihrem Klingelstreichen um diese Uhrzeit. Ich kann nicht glauben, dass ich dafür aufgestanden bin. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Oh, was zur Hölle. Das soll auch ein Scherz sein. Die Washing Machine. Die Sicherung wieder rausgehauen. Es ist so dunkel. Das sollte irgendwo an der Taschenlampe sein in der Küche. Also ganz ehrlich, gute Dame, wenn deine Waschmaschine dauernd die Sicherung raushaut, ne? Dann solltest du dir eine neue Waschmaschine zulegen oder einen Elektriker rufen. Ich hoffe, dass die Batterien immer noch gut sind. Oh, es ist ja so dunkel, ich sehe nichts. Hier ist die Küche. Nix. Da schon aber. Gucken, ob du immer noch funktioniert. Going down into the super basement. Die will in den Keller gehen. Ja, das finde ich auch gruselig. Hast du. Oh mein Gott, was ist das? Ich will das auch haben. Was ist das? Eierbecher aus Enten? Oder wo man Gläser draufstecken kann? Irgendwas mit Enten. Ups, in der Keller. Hier, wo wir noch nicht drin waren. Ja. In den Keller gehen ist immer eine gute Idee. Das ist ja cool. Keine Stufen. So musst du keine Treppen gehen. Warum hast du überall Kaffeetassen mit Farbe stehen? Also da ich nicht rennen kann, ne, glaube ich nicht, dass ich vor irgendwas wegrennen muss. Das finde ich schon mal gut. Das da sieht aus wie eine Ente, das finde ich gut. Ja, ich glaube, wir haben Anna gefunden. Nein, 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 nein. Das kann nicht passiert sein. Sie ist tot. Also, ey, wenn da schon Fliegen sind, ne, ist sie schon länger tot. Ich brauche Hilfe jetzt. Ich möchte bitte die Ente haben. Was soll denn ihr passiert sein? Sie hat unterwegs gegessen. Kinder, deswegen setzt euch an den Esstisch und lauft nicht mit den Tellern durch die Gegend. Was ist mit der Sicherung? Die war nirgends zu sehen. Pixelspiel, ich bin trotzdem gehopst. Was zur Hölle war das? Ich kann hier nicht stehen, bleiben. Ich muss mich irgendwo. Wo soll ich mich denn bitte verstecken? Im Schrank. Hier. Hinter der Couch. Und jetzt? Bitte kein Jumpscare.
passiert, oder? Okay, ich höre Schritte. Oh, wer ist das? Kann mich nicht bewegen. Hi. Bitte jumpscare mich nicht. Jetzt ist meine Chance, ich muss wegrennen. Finde ich die Haustür wieder? Aber wo ist dieser Kerl denn durch? Ist er nicht auch durch die Haustür? Kein Jumpscare, kein Jumpscare. Komm schon, öffne dich, öffne. Nein, ich komme nicht weg. Ja, drück ja halt noch ein paar Mal, dann geht er bestimmt auf. Das macht total Sinn. Kannst du bitte. Ja, das, also. Sind wir denn da? Nee. Au. Danke fürs Spielen. Das ist das erste Spiel, was ich gemacht habe. Das sollte ein bisschen komisch sein. Ich hoffe, du hast das genossen. Press any key to return to the menu. Das was? Warum steht das so in der Ecke? Ich sehe es mittig. Was hier bei Continue? Noch ein weiteres Ende? Kann ich vielleicht einfach gehen? An welchem Punkt sind wir denn? Ach, da sind wir. Oh nein. Gibt es einen Unterschied, wenn ich die Taste spamme? Komme ich irgendwann raus? Nein, kann ich vielleicht. Ich gehe gleich mal durchs Fenster. Ja. Da ist er jetzt auch unten. Ich verstehe das nicht ganz so. Jetzt muss ich mir die Aufnahme gleich mal anschauen, ob ihr überhaupt alles. Jetzt ist es wieder richtig. Sehr strange. Ja, komm, du bringst dich um. Ist doch gut jetzt. Und zack, voll in die Fresse. Los. Ja, danke fürs Spielen. Ja. Ein Versuch noch. Vor allen Dingen, wo ist er jetzt? Guck mal hier, hier ist ein Messer. Also, dass man eine Kramschublade hat, okay, ne? Aber alle? Ende! Das nicht?
Hilfe, gibt's auch. Ich schmeiße ihm einfach Milch entgegen. Oder ich verstecke mich einfach weiterhin. Kann ich meinen Teller bitte wegbringen? Okay, ihr geht nicht auf. Wahrscheinlich ist er gerade im Keller. Ach so, nee, da ist er drin. Da können wir nicht rein. Da können wir auch nicht rein. Ach, Manu. Wie wär's mit Hilfe rufen? Okay. Dann kann ich auch einfach aufhören zu drücken. Ja, kann ich. Ja, ihr Lieben, wenn ihr eine Ahnung habt, ob es noch ein weiteres Ende gibt, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten werden wir jetzt leider zum dritten Mal zertreten. An sich eigentlich eine gute Idee. Könnte ein bisschen mehr sein. Aber für ein kostenloses Spiel, da wollen wir ja nicht meckern, ne? Wir lassen ihn das noch zu Ende führen. Ich frage mich, ob wir im Keller sind. Aber man hört was. Sind wir draußen? Warum ist hier einfach keiner? Kein Licht, kein Nichts. Ja. Das war's. Wenn ihr Spielewünsche habt, dann dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Oder bei welcher Social-Media-Plattform ihr mich immer findet. Das seht ihr ja in meinen Texten und so ein bisschen auch unter meinen Videos. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben und dann würde ich das spielen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Mittag, Morgen, je nachdem wann ihr es guckt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.